Hallo, ich bin's, Theresa. Ich verreise am liebsten mit Lemat. Diesmal bin ich im Sulcis Iglesiente, dem ältesten Teil Sardiniens, an der Südwestküste unterwegs. Ich wollte diesmal eine richtige Reise erleben und wirklich ungewöhnliche Dinge entdecken. Geh zur sozialen Kooperative San Lorenzo, haben mir die von Lemat vorgeschlagen. Du wirst ein Sardinien entdecken, das du niemals erwartet hättest. Von Cagliari nach Iglesias kann man mit dem Zug fahren. Das dauert ungefähr eine Stunde. Ich hingegen habe mir ein Auto gemietet. Ich wollte unabhängig sein. Aber trotz meiner detaillierten Karte habe ich mich bald zwischen den Dörfern mit den unaussprechlichen Namen verirrt. Vor mir liegen leere Straßen, stille, schimmernde, geheimnisvolle Landschaften, manchmal fast beunruhigend. Ich wohne in Walters Haus im Ortskern von Villa Massarcia in der Nähe von Iglesias. Walter eröffnet mir die vollkommen unbekannte Welt der Terra Cruda. Sono Walter Secci. Qui ci troviamo nella mia nuova casa di terra. Er erzählt, dass ihn dieses einfache Haus aus Lehm schon als Kind faszinierte. Vor einiger Zeit hatte er die Gelegenheit, das Haus zu kaufen. Er restaurierte es in der ursprünglichen Lehmbauweise, um selbst darin zu wohnen und ein Bed and Breakfast zu betreiben. Walter, der auch Bürgermeister des Dorfes war, widmet sich schon lange der Wiederbelebung der Terra Cruda, der alten Baukunst, durch die aus einfachem Lehm, Stroh und Wasser Häuser entstehen. Der Verein der Gemeinden der Terra Cruda, den wir am nächsten Tag besuchen, fördert neben vielen anderen Dingen Kurse für Architekturstudenten. Walter erzählt mir noch einiges mehr über die wachsende Bedeutung der Terra Cruda. Am nächsten Tag besuche ich endlich die Kooperative San Lorenzo in Iglesias. Auf dem Weg dorthin bewegen mich die Eindrücke von Porto Vesme und die Hinterlassenschaften der aufgegebenen Minen. Eine verwundete Landschaft in ihrem Delirium, das Ende einer industriellen Ära. Schon seit jeher sind Fremde auf die Insel gekommen und haben die Einwohner und die Landschaft rücksichtslos vereinnahmt und ausgebeutet. Das alles muss sich ändern, sagt Giuseppe, der Präsident der Kooperative. Wir brauchen mehr als nur Arbeitsplätze, wir müssen neue Kulturen herstellen. Und so hat die Kooperative San Lorenzo im Jahr 2011 die aufgegebene Fabrik eines multinationalen Konzernes gekauft. Hier stellen sie jetzt aus natürlichen Rohstoffen Baumaterialien her, Lehmsteine aus Terra Cruda, Lehmputze und Dämmplatten aus Schafswolle. Neue Kulturen. Nach und nach begreife ich den Umfang des Projekts. Eine komplette Lehmat-Fabrik. In einem neuen Produktionszyklus werden alle lokalen Ressourcen eingeschlossen. Die Landschaft, die Geschichten, die Menschen mit ihren Fähigkeiten und Leidenschaften, selbst die Menschen, die am schwächsten sind, nehmen an der Entwicklung teil. Alles wird einbezogen, sogar der Schutt und die Hinterlassenschaften der vormaligen Ausbeuter. Die Kooperative San Lorenzo besitzt eine Motorjacht. Im Hafen von Sant'Antioco treffe ich Angelo, der Kapitän der Sara Quattro. Ciao, sono Angelo, il comandante della Sara Quarta. Ci troviamo a Sant'Antioco. Er erzählt mir, dass sich das Schiff in einem schrecklichen Zustand befand und erst einmal wieder instand gesetzt werden musste.
Jetzt sei es sogar für Rollstühle zugänglich und so könne man Ausflüge mit jenen machen, die, obwohl sie auf einer Insel wohnen, nie die Möglichkeit haben, aufs Meer zu fahren. Es ist kaum zu glauben, dass die Yacht früher im Drogenhandel eingesetzt wurde. Einmal beschlagnahmt, wurde sie der Kooperative zum gemeinnützigen Gebrauch überlassen. Angelo ist ein gelernter Fischer und jetzt bringt er seine große Leidenschaft in das Projekt der San Lorenzo ein. In più noi, visto che nel territorio non nessuna barca fa questo servizio, offriamo. Angelo sagt, dass sie hier die einzigen seien, die diese Möglichkeit anbieten. Jeder kann hier das Fischen, das Meer und seine Strömungen kennenlernen. Auf der Sara Quattro kann man sich richtig wohlfühlen. Ich treffe Alessandro, der mich am nächsten Tag in die Berge begleitet, in die Wälder des Naturparks im Linas Marganai. Wir durchqueren das ehemalige Minendorf San Benedetto, vorbei an Ziegen und Schafen. Die San Lorenzo betreibt hier oben eine Herberge, ein gastfreundliches Refugium, wo sich die Schmetterlinge treffen inmitten eines erzhaltigen Ringes aus Kalkstein und Dolomit. Reich an Schwefel, Eisen, Zink und Blei. Salve, sono Alessandro, sono la guida escursionistica della foresta del Marganai. In questa foresta le peculiarità sono, oltre la vegetazione, anche un Schmetterlingsgarten di farfalle. Aber aufgrund des Wetters seien heute kaum Schmetterlinge unterwegs. Alessandro führt mich durch die Bergpfade und Höhlen, durch den schiefrigen Sandstein, der vor Millionen von Jahren entstanden ist. An archaische Orte, an denen die Menschen schon vor Tausenden von Jahren nach Mineralien gegraben haben. Wir kommen zum Antas-Tempel, etwa 20 Kilometer nördlich von Iglesias, der schon bereits vor den Römern als heilige Kultstätte diente. Von Flumini Maggiore fahren wir runter nach Bugero. Vor uns erstrecken sich leere Strände, und das Meer, das an steile Klippen brandet, erzählt uns uralte Geschichten. Und dann Massua mit den stillgelegten Minen von Porto Flavio und dem Inselchen Pan di Zucchero. In den nächsten Tagen entdecke ich die untere Sulcis-Ebene. Sie erinnert mich manchmal an New Mexico. Die San Lorenzo arbeitet hier mit vielen Gemeinden zusammen. Bei der Pflege der öffentlichen Grünanlagen und nun auch im Tourismus. Ich erfahre etwas über das Dörfchen Trattalias und seine Umsiedlung im Zusammenhang mit dem Staubecken des Monte Brano. Auch hier wird die Kooperative San Lorenzo bald ein kleines Hotel bewirtschaften. Ich fahre durch Massainas an den Strand von Solinas. Vor dem Hintergrund des Meeres und umgeben von Feldern finde ich die Gräber der Giganten, prähistorische Grabstätten und Muraven. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. In Islochi Santos begegne ich wieder der Terra Cruda. Thank you.
Die San Lorenzo macht mich mit einer Gruppe von Leuten bekannt, die sich in der Gegend gut auskennen. Ciao Teresa, io sono Rosalia, mi fa piacere conoscerti. Ciao Teresa, io sono Luca e non vedo l'ora di incontrarti. Ciao Teresa, io anch'io sono Luca. Non vedo l'ora di presentarti il nostro territorio. Ciao Teresa, io sono Andrea. Sie erzählen mir die kleinen Geschichten der Dörfer über die fehlende Arbeit und dass sie trotzdem weitermachen werden. Fa così e si estrae il pane. Als wir uns etwas besser kennen, besuchen wir sogar die Großmutter von Luca. Rosalia, Monika, Andrea, Luca und Luca wollen hier bleiben und nicht emigrieren, um woanders Arbeit zu finden. Zusammen mit der San Lorenzo und Le Mat möchten sie es Reisenden wie mir ermöglichen, das ganze Jahr hindurch die geheimnisvollen Orte mit ihrem Reichtum an Geschichte und Geschichten zu entdecken. Es gibt noch viel zu tun. Den letzten Abend verbringe ich in Carbonia, die Stadt, die für die Kohleförderung auf Mussolinis Reißbrett entstanden ist und ihre ursprüngliche Funktion überdauert hat. In den letzten zwei Wochen habe ich so viel erlebt und so viele Menschen kennengelernt, dass meine Leidenschaft für das Sulcis unwiderruflich entfacht wurde. Und da ich weiß, dass es noch vieles andere zu entdecken gibt, werde ich wieder hierher kommen. Eia, Amarola, wie sie hier in Sardinien sagen, wo ein einfaches Jahr nicht existiert. Grazie Le Mat für diese aufregende Reise der Entdeckung.